So, da bin ich wieder. Ein bisschen was gedauert vom letzten Block bis heute, aber naja. Thema Zaya kocht ja jetzt ziemlich hoch in Duisburg, jetzt wo der Weltverkauf gestartet ist. Und da denke ich mal, ist vielleicht ein Zeit für ein kleines Statement, weil der eine oder andere bisher immer noch nicht verstanden hat, dass ich da eigentlich ein Gegner von bin. Aber ein Gegner von sein und ein Kreuzzug führen sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Für meinen Geschmack, um das mal deutlich zu machen, ist Tierverkauf, ob Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Amphibien, Reptilien, was auch immer, finde ich nicht in Ordnung und muss nicht sein. Wobei sich mir das sowieso nicht erschließt, was man mit solchen exotischen Tieren im Wohnen will. Aber das ist ein anderes Thema. Ne? Ja, also große moralische Empörung, bei mir auch. Ne? Hundehandel ist so wie, so wie Sklavenhandel. Der Hund, der beste Freund des Menschen, ne? Den verkauft man nicht, den verhökert man nicht und sowas alles. Macht man nicht, da Geschäfte machen. Da die Geschäfte laufen überall. Tierhandel ist nur mal in Deutschland erlaubt. Und ja, ich finde das ein bisschen so doppelbödig von den Tierschützern. So, ne? Sich da jetzt so zu echauffieren über zu Zahljagd. Ne? Weil in Dorsten gibt es auch eine Menge Hundehändler, die Hunde verkaufen. Ne? Aus Polen, aus Rumänien, in Belgien, überall kann man irgendwie Hunde kaufen. Ne? Das ist auch irgendwie verwerflich. Eigentlich ist das schon der normale Kauf beim Hundezüchter auch schon verwerflich. Oder? Man muss doch die Kirche mal ein bisschen was im Dorf lassen. So, ne? Einer der Hauptpunkte ist ja immer Prägungsphase der Welpen. Geht nicht, viele Wechselbezugspersonen und bla 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 bla, was da alles so für Infos kommen. So, ne? Ja, Prägephase. 8. bis 12. Woche. Ne? Bei großen Hunderassen noch weiter bis zur 16. Woche. Ne? Das heißt, wenn die Welpen mit 8 Wochen zu Zeher kommen, sind eine Woche Quarantäne, wenn dann mit 9 Wochen oder ein paar Tage später verkauft. Dafür wird es auch erst mit der 10. Woche verkauft. Da habe ich immer noch 2 Wochen, wo die Hunde noch sozialisiert geprägt werden können. Das heißt, das Fenster ist beileibe noch nicht zu. So, also, da kann man mit dem Welpen zum Beispiel in eine Welpenschule gehen, Welpenkrankenspieltage machen. Und die, ich weiß genau. Oh, die bösen Leute, die bei Zuzajak Welpen kaufen, die gehen auf keinen Fall in eine Welpenschule, weil die Leute sind so bescheuert worden, ne? Ja, ob die Leute bescheuert sind, weiß ich nicht. Und das mag sein, dass die nicht in eine Welpenschule gehen. Aber das machen andere Leute, die ihre Hunde bei Rassehundzüchtern kaufen, ja auch nicht. Ne? Nicht durch die Bank. Ab und zu gibt es immer Leute, die machen so mal. Aber das ist ja auch nicht die Regel. Und der nächste Punkt ist auch, wo gehe ich denn hin mit meinen Welpen? Also hier in Duisburg und Umgebung wüsste ich jetzt keinen Kollegen, der vernünftige Welpenprägungsspieltage anbietet. Kenne ich jetzt nicht. Wäre toll, wenn ich jemanden hätte, wo ich dann nochmal Leute mit Welpen hinschicken könnte. Fände ich super. Weil das Problem ist ja auch, jeder Dilettant, der irgendwas mit Hunden zu tun hat, meint, der kann eine Hundeschulung machen. Und Welpenprägungsspieltage nicht vernünftig gemacht, kann böse Folgen für den Welpen haben, wenn der eigene Welpe gemobbt wird oder man eine Welpe lernt mobben, wenn keiner dabei ist, der das immer diszipliniert, der sich darum kümmert, wie auch immer, kann sogar extrem kontraproduktiv und schädlich sein. Ist ja mein täglich Brot als Hundetrainer, dass ich mit solchen Sachen zu tun habe, oder? Möchte ich einfach mal anmerken, so, ne? Und der nächste Punkt ist auch, Hundehändler Dorsten zum Beispiel, ne? Polnische, rumänische Autobahnverkäufe von Welpen, wie auch immer, was ist denn da so Thema Tierschutz, so, ne? Ich meine, dasselbe, was man mit so Zag abzieht, kann man auch, finde ich gut, wenn man das dann auch zum Beispiel sich den Dorst hinstellt bei Hundehändlern und das dann auch macht. Finde ich super, zum Beispiel, aber, ne? Wird aber nicht gemacht. Und, euch noch ein bisschen was zu ärgern, was ist denn mit den Züchtern, Rassehundzüchtern, die zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern leben oder hier bei uns im Niederrhein, ne, in Kaplinfurt oder in Schermberg, die Welpen haben und die Welpen dann mit 12 Wochen dann abgeben in eine Großstadt hier in Ruhrgebiet, nach Düsseldorf oder Duisburg, nach Essen oder wo immer. Das ist dasselbe Problem. Da habe ich auch Welpen, die sozialisiert sind, die Großstadt nicht kennen und dann hier stehen und Problem. Wo ist denn da der Tierschutz und stellt sich vor die Tür und ist der Bucke, das geht nicht. Das ist alles ziemlich verlogen, finde ich so. Ne? Und man muss einfach die Kirche im Dorf lassen. Ich habe da was gelesen, ne? Martin, Kollege Rütter, wie war das? VDA, also wenn man sich schon Welpen kauft, dann beim VDA, seriöse Züchter. Ja, VDA, seriöse Züchter. Naja, ich würde dann eher sagen, VDA ist der größte Arbeitgeber, ne? Oder? Denk mal an Pekinesen, Ditschnasen, an die Möpse, die hysterischen Dobermänner, die kaputten deutschen Schäferhunde, Doggen, war 6,5 Jahren im Schnitt tot, ne? War vor 30 Jahren mal anders. Durch diesen Gigantismus sinkt die Lebenserwartung halt extrem. So, ne? Und das soll ich seriös nennen? Weiß ich nicht. Und außerdem gibt es immer noch für Rassehunde immer noch die ganzen Tiere Notseiten, Beagle in Not, Herrenschutzhund in Not, was weiß ich, Rottweiler in Not, Dobermann in Not. Da kann man auch mal gucken, ob man dann einen Hund kriegt, wenn man einen rheinischen Rassehund hat. Ob das alles so sein muss,
und das seriös ist, weiß ich auch nicht so. Ne? Und wenn ich gerade mal dabei bin, ne? Martin, das ist, wie kann ich sagen, wie war das, wie war das Zitat jetzt so? Du garantierst, dass die Welpen, die von Zayak dann rauskommen, nicht vernünftig sozialisiert sind und das wäre wie ein Neandertaler nach New York stecken oder was so. Ne? Finde ich sehr gewagt. Sozialisierung, 8. bis 12. Lebenswoche. Wie ich dafür schon sagte, bin ich mit 9 Wochen verkauft worden, mit 10 Wochen habe ich immer ein Fenster von Zayak und die Hunde zu sozialisieren. Ob die Aussage so stimmt und ob ich das jetzt als Kollege seriös finden soll, das weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Ich hätte einen anderen Vorschlag. Wie wäre das denn, wenn zum Beispiel zu Zayak, Petter, Kollege Martin, ne? Wenn ihr alle mal was Geld gebt, 10.000 Euro zum Beispiel, sendet euch an die Uni in Gießen, nehmt einen Doktoranden und lasst das einfach mal untersuchen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die was mit Fakten zu tun hat. Ne? Nehmt einen Doktoranden dran, der einfach diese Weltverkäufe untersucht, gucken, wie die sich entwickeln im nächsten Jahr und dann haben wir in einem Jahr oder zwei Jahren haben wir dann einen riesen Datenwust von Fakten und nicht von irgendwelchen emotionalen Sachen, von Fakten, wo man wirklich eindeutig belegen kann, ist das schlimm für die Welpen, ist das problematisch, gibt es einen Unterschied, man muss natürlich eine entsprechende Kontrollgruppe haben, ne? Ganz klar. Ne? Aber ich bin dann mehr so der Wissenschaftler, ich glaube dann eher an Fakten, ne? Und nicht an irgendwelche Glaubenssachen. So, ne? Mache ich nicht. So, und wo wir gerade bei Glauben sind, ist das ja immer so, ich habe Recht, du hast Unrecht, ne? Mein Gott, dein Gott, also töte ich dich, weil du es nicht und dein Gott, nicht. Mein Gott ist da wie auch immer. Dasselbe ist ja mit dem Tierschutz letztendlich auch. Ne? Ich meine, das wird ja sehr lobenswert. Ich würde mich nie als Tierschützer bezeichnen, ne? Aber letztendlich geht es nur um einen selber. Ne? Denn, liebe Tierschützer, wenn es euch wirklich um das Wohl der Hunde geht, der Weltengeber zu Zayak geht, und wenn es wirklich so schlimm ist, wie es immer höchst dramatisch dargestellt wird, dann finde ich, da wäre doch sinnvoll zum Beispiel, sich an Hundeschulen zu wenden, die zum Beispiel die Welpen danach betreuen. Oder nicht? Das wäre doch super, wenn mir das Wohl der Welpen herzig. Das heißt, was ich machen könnte, ist, oder vielleicht mache ich das ja auch, ich rufe den Norbert Zayak an, sage immer, ich habe eine Hundeschule, wir werden das, ne? Die Welpen, wenn die verkauft sind, können die, kommen die zu mir in die Hundeschule, werden Bringspieltage machen oder wie auch immer. Die Leute ein bisschen aufklären, den Leuten was beibringen, den Welpen was beibringen, was, ne, um eine gewisse Nachsorge zu haben, wie auch immer. Wenn ich das machen würde, dann würde durch die Bank und alles schreien, Geld verdienen! Der will nur einem Leid der Tiere Geld verdienen. Wieso? Das ist eine Win-Win-Situation quasi für drei. Der Welpe hat was davon, ne? Ich habe was davon, weil ich verdiene mein Geld und sozusagen hat auch was davon. Das heißt ja eigentlich für alle drei eine super Sache. Und wenn es nochmal, liebe Tierschützer, wenn es euch um das Wohl der Hunde geht, ne, dann würde ich mir wünschen, dass ihr Hundeschulen ansprecht und die bittet, sich ganz explizit um die Welpen zu kümmern, damit die dann auch, in Anführungsstrichen, auch vernünftig ausgebildet, trainiert und auch sozialisiert werden. Wäre doch mal eine super Sache, oder? Ja, war es das jetzt so? Habe ich mich genug aufgeregt, erregt? Habe ich wieder genug Feinde gemacht? Feinde, Thema Feinde, gut. Schmähbriefe, gerne gesehen, info@hundeschule.org, Beleidigungen, so was alles. Ich sammle das ja alles, ich kriege ja immer schon was. Was noch habe ich noch nicht gehabt? Drohungen zum Beispiel, Morddrohungen. Ganz beliebt habe ich noch nicht, wäre nett. Gut, Morddrohungen, ich töte deine Hunde, wenn du dich nicht, ne, gegen Zayak stellst. Auch sehr nett, nehme ich auch gerne. Also, ja, das immer her zu mir, info@hundeschule.org, dürft euch immer auskotzen. Konstruktive Sachen bin ich auch immer zu haben. Zusammenarbeit bin ich auch immer zu haben. Aber kein Glaubenskrieg. Ne? Glaubenskrieger bin ich nicht, das mache ich nicht mit. So, was vergessen? Was vergessen? Nö, habe ich nichts vergessen. Doch! Kann ich gar nicht vergessen. Ich habe ja schon mal Leute, die fragen, weil die mich ja schon mal auf den Videos sehen, ob ich wirklich so lange Haare habe oder ob das nur so aussieht. Leute, die sind wirklich mäßig lang, ne? Boah, ich halt für mein Metal. So, das war's. Meine Hundis schlafen hier. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Bis zum nächsten in diesem Film, diesem Leben. Tschüssi.